Moin meine werten Freunde, was geht und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Portal. Wir spielen heute weiter in, ja eben Portal 2. Ich hoffe, ihr werdet es enjoyen, genauso sehr wie ich. Und mal schauen, was wir heute alles schaffen. Wir fahren fort bei Wheatleys neuen Testkammern, soweit ich mich richtig erinnere. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Okay, so, wir sind jetzt in-game und ich würde sagen, wir starten mit der Unruhe. Mein Controller-Light ist ein bisschen weird, aber fast. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Was ist das? Kälter, für Dinger? Oh mein gerade. Gott. Es ist kalt, ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir moxen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Ah. Okay, mein Controller hat gerade nicht reagiert. Lol. So, hier rein. Alright, Freunde. So, und ich will mich hier auch entschuldigen für die Upload-Pause, aber ich habe einfach in letzter Zeit sehr wenig Zeit fürs Aufnehmen und Streamen und deshalb, ja, kommen so wenig Videos. Nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, wenn das Video online kommt, bin ich auf einem Schiff auf Kreuzfahrt für 8 Tage. Und ja, dementsprechend wird dieses Video im Folgenden aufgenommen. Das Video für den Dienstag. Okay, warte kurz. Wahr, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon, es gibt keine Antwort. Dort, ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch, ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage also, sofort in das hatte ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor, ja, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Okay, ich kann es irgendwie nicht zerstören. Okay, aber nee, wie gesagt. Nächste Woche. Für euch diese Woche. Ich muss einfach bin ja auf Kreuzfahrt. Sonst krieg ich so einen deshalb, ja, habe ich für diese Woche schon die Videos voraufgenommen. Und das Video kommt ja am Donnerstag. Und dementsprechend weiß ich nicht, was am Montag kommt. Denn ich nehme das Video, das Sportvideo als erstes auf. Und dann danach, nach dem Schiff, also ja, einfach die Woche danach. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich. Eben, und danach bin ich für... Gut gemacht. Das ist einmalig. Eben, und danach bin ich dann für ganze 2 Wochen auch nicht da. Das heißt, die Videos sind dann auch vorprogrammiert. Du bist noch nicht fertig. Du musst noch durch die Tür da. Geh durch die Tür. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Okay, Wheatley, I understand. Nur man kann die hören. Das wusste ich gar nicht. Okay, es gibt hier irgendein Achievement, das ich noch nicht habe. Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Ha, irgendwie kann man hier das Ganze... Ja,
Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, GLaDOS, halt jetzt mal das Maul, bitte. Also, wie gesagt, und danach bin ich 2 Wochen auch nicht hier. Und ja, dann werden noch diese Videos im Vorhinein aufgenommen, auch noch diese Woche für mich. Also, während dieser Aufnahme, dieser Woche. Und ja. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Und ja, wie gesagt, ich bin dann eben auch nicht da. Und die hat diese, und von, ja, der Woche danach dann. Und die Woche nach der Woche, von der Woche. Ich hoffe, ihr versteht das. Bin ich dann auch nicht da. Und ja. Wie geht das jetzt hier weiter? Ach, sehe. Ja, ich verstehe. Und ja, wie gesagt, die Videos sind dann auch noch im Vorhinein aufgenommen. Okay, und ja, wie gesagt, dementsprechend bin ich dann nicht da, aber ihr kriegt trotzdem Videos. Und das war so das, was ich euch sagen wollte. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Kasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Scheiße, ich mache immer denselben Fehler. Ach da! Oh mein Gott. Okay, wir wissen jetzt, wie es geht. Es war ein bisschen dumm. Ich weiß, es war dumm, dass ich das so viel mal fehle, aber jetzt habe ich es. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Kasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Passt das? Ja, das passt. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Test löst, ja. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Wieso? Nee, Schwarz, ich weiß natürlich wieso. Und zwar, es ist eigentlich recht simpel, wenn man es mal versteht. Und zwar, das Ding ist, GLaDOS, beziehungsweise jetzt natürlich Wheatley, ist so gebaut, dass wenn sie versucht, dem Testsubjekt, also uns zu helfen, dann kriegt sie einen extremen Stromschlag. Und ja, das bringt sie dann halt im schlimmsten Fall um und sie kann nicht fortfahren. Oh, ja. Gut gemacht. Und ja, deshalb können sie leider nicht helfen. Da gebe ich klar das Recht. So, aber natürlich ist das nicht das einzige Thema, worüber ich reden wollte. Es gibt noch ein paar andere Themen. Zum anderen. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt, völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nee, es fühlt sich nur seltsam an, dass du 50.000 Testkammern hast aus irgendeinem Grund. So, alright. So, wir sind hier. Und was müssen wir jetzt machen? Ah. Nee. Oder doch? Ah, wir finden es heraus.
Meine Tastenbelegung ist wrong. Ist falsch. Aber gut. Ah, ich verstehe. Ja? So, jetzt kommt der Brief hier, genau. So, dann müssen wir dich hier hin, glaube ich, setzen. Dich nehmen. Und hier reinfliegen. Exakt, genau. So, und jetzt ist die einzige Frage, wie kommen wir dort hoch und wie kommt er dort hoch? Ah, okay, I see. Okay, Kollege, ich stelle dich mal hier hin. Dann gehe ich, nehme ich schon mal hier hoch. Genau, und dann gehst du nach dort. Dann dort und wir können rein. Ja. Perfekt. Ah, Gladys, entspann dich. So, aber wie gesagt, was ich uns noch kurz ansprechen wollte, ist, dass ich wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach am Montag entweder eine neue Folge von Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Die Köchin, adoptiertes Hausbäckchen, fetti ohne Eltern. Was? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert, nicht schlimm. Außerdem. Ich will, dass ihr die Fassung verliert. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Ja, Kollege, komm her. Ja, fein. Ah, bisschen zu tief. Hoch. Sehr gut. Ah, wenn ich da reingehe, dann komme ich dort raus, ne? Exakt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Würfel dort wieder wegpacken. Exakt. Und dann können wir hier so machen. Ja, schon besser. Ne, du bist perfekt. Du gehst nicht so weit, Gladys. Vertrau mir. Ich höre sie nicht. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ah nee, das ist komplett richtig. Ja, oh mein Gott, ich bin einfach... Keine Ahnung, Genie des Jahrhunderts. Ah, ich sehe. Ja, und da bist du. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts. Nice. Ich verstehe, Gladys.
Aber ich muss schon sagen, wir machen guten Progress in dieser Folge. Und ich weiß nicht, wie lange sie schon geht. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Oh. Gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst den großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Dem großen göttlichen Gesicht, weil ja dem kleinen schwache Pupsgesicht. Die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Pech gehabt. Na gut, na, wir haben die Lösung gefunden und das passt ja. Und ich merke einfach viel zu wenig. Ja, und das ist gut. Oh, ja, die Explosion war nicht gut. Ich habe eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpasst. Seht ihr diese Glitches? Oder bin ich jetzt einfach nur dumm? Wenn ich mich noch richtig erinnere, war das damals für mich ein Grund, Portal nicht zu kaufen. Diese Testkammer war für mich ein Grund, damals Portal nicht zu kaufen. Und ich weiß, es klingt weird, aber genau so ist es. Genau. Wir müssen dorthin. Wo ist denn da ein Durchgang? Ist das die Lösung? Nee, das ist definitiv nicht die Lösung. Okay, wahrscheinlich nicht so gewollt, aber wir haben's. So. Okay. So, wir müssen dort nach hinten. Bruh, ich bin zu dumm. Und wir müssen den natürlich hier so. Genau. So, und wir gehen jetzt hier durchs Portal. Mach mal das blaue Portal hier so. Dann geht das runter. Jetzt geht's wieder hoch, genau. So, jetzt brauchen wir. Genau. Oh ne, ich hab den nicht richtig platziert. Genau, dann kommt das runter. Und dann kann der Typ
Einfach aus Freundlichkeit. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Er hat es nicht aufgenommen. Ach ja. Ja, ich weiß nicht. Aber was ich weiß ist, meine schöne Anlage. Es tut mir sehr leid um deine Anlage. Aber Freunde, was ich weiß ist, das war's mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, viel mehr kann ich nicht sagen, außer wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer ein Like da, ein Abo, abonniert die Glocke, drückt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge Portal. Euer Kame Tendo.